Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Mittwochmorgen im Multiplayer zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Moin, moin. Ja, wir haben ein bisschen weiter gearbeitet. Das komplette Feld 7 ist abgehäckselt. Er ist gerade dabei, das mit dem Güllegruppe zu güllen und. Güngen und gruppern? Genau. Ich habe währenddessen noch das Silofest gefahren, 100% verdichtet. 1.470.047 Liter sind in dem guten Teil drinnen und wir werden das jetzt abdecken. 2 Millionen Liter. Ja. Mit dem anderen drüben auch noch. Ein bisschen was ist vorne draußen liegen geblieben. Nach, ich habe gar keinen Bock. Hier drüben haben wir 27% ist es schon siliert und hier drüben haben wir jetzt wahrscheinlich 1%. Ja, wie immer. Ich werde vielleicht jetzt gleich mal mit dem unserem wunderschönen Unimog erstmal wieder Gülle bringen, denn ja gut, ne? Wir haben noch 5500 Liter drin, was nicht mehr allzu lange reichen wird. Blau Licht ist an und dann heißt aber auf die Straße. Oh, ich habe nicht mehr dran gedacht, dass hier so runter geht. Aber egal. Da war ich seht ihn. Da fährt er mit seinem Johnny. Gucken wir mal, geht's denn da? Oh, da vorne da. Ja, der Unimog für solche Aufgaben hat sich schon gelohnt. 80 km/h, da geht er schon relativ schnell. Ja. Yeah. Boah, es kommt gerade ein richtig geiles Lied auf einem Radio. Na, nehmen wir mal drin. Ja, 18:53 Uhr, kurz vor. Hier 7 Uhr, da wird schon Nacht. Also ich bin ehrlich, am Power scheitert es an diesem Johnny definitiv nicht mehr. Ja, man kann ihn bis zu 600 PS pumpen, ne? Ja, ist übertrieben, aber... Ja. Und mit dem Tunnel hier durchgefahren. So, da müssen wir damit mal rennen. So. Aber beim Scheiße schmeißen bringt das. Ja. Und der soll jetzt nicht halten, dass er schlecht ist. Oh. Funktioniert die Anzeige? Ja, funktioniert. Schön, schön. Ah, da sind wir voll. 610 Euronen. Geht ja noch. Jo, ist noch nicht allzu teuer. Also ich bin jetzt bei 35%. Ja, ich hab, bin wieder mit 24.000 Liter voll. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich muss mein Headset anstecken. Gibt's wieder Probleme? Und da ist er, glaube ich, ganz kurz weg. Das heißt, ich muss selber alleine unterhalten. Bin wieder da. Also da. Jo. Weil ich glaube, bis wir Feld 7 komplett gekühlt haben, dauert es ein bisschen. Habe ich so das Gefühl.
Wir haben hier nicht direkt, also wir haben jetzt direkt satt Dinger, gell? Stimmt. Ja, dann werde ich mich jetzt gleich mit meinem schönen Sim24er und der Horsch Sämaschine dran machen. Das Feld anzusehen. Ja, der auch Düngefunktion. Glaub, ich hätte eine Idee. Ich könnte den Güllegrupper verkaufen und so ein Warte. Nachschauen, ob wirklich Schleppschlauch oder Schleppschuh ist. Oder Schleppschuh scheint. Was? Ich fahre jetzt einmal hier drin. Weil hier sind noch kein so starker Hügel. So, wie ist er denn? Wahrscheinlich da unten, oder? Ja, da vorne, nee, ja. Schleppschlauch, aber ich weiß nicht. Sitzt. 56 auf dem Feld. Ja, okay, ich hab. Ich kauf da mal was kurz. Okay. Ist nicht teuer. 10.000. Ja, gut. Nicht teuer. Oh je, das tut. Ich bin wieder da. Also diese Hupe. Ich fahr schnell rüber auf die andere Seite. Du musst abladen können. Kriegst. Ah, jetzt hat. Nee, ne. Ich hol da mal kurz. Es lädt weiter auf. Ich nehm mal den Grupper und hol dann kurz was. Ja, ich fahr dann gleich noch mal eine Ladung holen und dann fange ich an zu sehen. Was ist hier schief gegangen bei dem? Egal. Siehst du, das siehst du auch, oder? Hier. Was denn? Ah, ach so. Ja. Ich glaube, weil ich schon unter den Fahren abgehangen habe, hat er gemeint, er ist noch in den. In ah, jetzt ist weg. Egal. Da ist voll, dann machen wir nochmal eine Ladung. Hier ist wieder. Oh, voll. In der Innenansicht, das ist nicht so schlimm ausgeschaut. Dann müssen wir nochmal eine Ladung holen. Ich glaube, bis wir dieses Feld angesehen haben, kann es noch ein bisschen dauern, ne? Dann nehmen wir die Pronto. Also, ich meine die Ding-Federstedt, meine ich. Ja, kann man zu zweit ansehen. Ja. Werden wir dann wahrscheinlich den zweiten C-Balken kaufen. Ach ja, wir haben Förderbänder gekauft, fällt mir gerade wieder. Stimmt, deswegen haben wir ein bisschen weniger Geld für die Silage. Jupp. Damit wir nicht so viel schaufeln müssen. Ja, weil einen Radlader können wir uns zwar mieten, aber noch nicht kaufen. Und mit Förderbändern geht es dann doch wieder ein bisschen chilliger. Oh, 40.000 hat er gebracht, lol. Ja, also ich glaube, wir haben Gewinn gemacht. Definitiv 35.000, ne? Alter. Als ob der Güllegruppe so viel kostet, Alter. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber ich habe das billige Schleppschlauch-Ding. Egal. Stänge genommen. So, hier geht's ja wieder rein. Ich verpasse die Einfahrt fast immer, Alter. So, laden wir nochmal auf. Wir sind jetzt zum Glück nicht allzu teuer. Aber wir haben tatsächlich auch schon unsere Kühe mit Mama versorgen. Aber wir haben tatsächlich auch schon 12.000 Liter bei unserem Hof rumliegen. Können wir dann auch mal verwenden. Ach ja, wir haben ein. Ich hab grad. Lag. Alter. Hm? Ich hab grad nachgeschaut. Wir können nicht die Förderbänder anhängen. Ja, die das heißt, starke Helfer und dann rüber getragen, Alter. Ah.
Was war das? Hast du geliefert? Nein, du hast getankt. Gülle. Ach so, aber ich kann nicht schneller 17 km/h fahren. Was ist das? Wieso ist der ein? Aber 12 Meter ist eine angenehme Breite. Ja. Das war nicht ganz das Doppelte, weil es alle hatte 7 Meter gehabt, aber. Ist schon ein bisschen breiter. Fast das Doppelte. Fast, ja. Rahmenverkehr, überhaupt nichts los hier. Oh, leck. Könnte kurz geleckt haben. Ja, hast auch. Ah, da ist ein. Oh! Da war ein Auto. Der war vielleicht aus. Ja. Das hätte natürlich auch sein können. Ich hab die einfach verpasst. Egal, voll später rein. Da schon wieder so ein. Muss ich dich aufstellen? Nein, ich stehe. Okay. Ich stehe, ich fahre. Ja, er fährt. Ein Golis. Oh, geil, Golis Güllefoss. Golis? Golis Güllefoss. Ah ja. Ich muss mein GPS-Kurs wechseln auf 12 Minuten. So, mein voller Tankauflieger ist wieder da. Oder? Das Teil hat doch 12 Meter, oder? So, ich park den hier seitlich an den Rand. 12 Meter. Das stört er nicht. So, Müller aus dem Dummleuchter aus. Licht aus, passt. Da ist unser. Ich habe Sternengestänge jetzt genommen statt Schleppschlauch. Okay. Einem Grund, es ist definitiv billiger und das andere hätte ja 36 Meter gehabt. Also, wir sehen unser Lenker hier vorkloppen. Warte. So. Will ich jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß warum. Eigentlich die Türe. Oh, jetzt hat's. Ja, tue ich. Passt. Ich möchte den Namen beleuchtet wieder einschalten. Das Frontgewicht wechseln. Das Teil kommt weg. Und dann kommt die Amazone-Box hin. Ich, mit welcher kommt. Leg? Ja, war kein Plan. Oh, mit welcher kommst du an mit der Federstelle, oder? Wasch! Jo. Federstedt hat 2 mehr Arbeitsbreite. Echt? Ja. Um einiges. Die Wasch hat 6 und die Federstedt 8. Oder 9. 8 Meter. 6. Ja. Und du hast den falschen Aufsatz hinten drauf. Wir ja. Wollten doch hier Weizen ja. Oder ja, aber der andere steht, das ist eigentlich hier mal gestanden. Also wir haben eigentlich noch einen anderen Aufsatz. Andere würde eventuell unter Umständen beim Händler vielleicht stehen. Ja. Was hast du gerade gekauft? Vielleicht den anderen Aufsatz für hinten für die Horsch. Wir sind verkauft, gehabt den alten. Ich. Schönes Wetter heute bei uns, gell? Ah ja, was? Ja, wunderschönes Wetter, es hat geregnet und es wird langsam Nacht.
Wunderschön. Normalerweise müsstest du ja das gut finden, weil wir am Wald und so. Ja. Vom Wald her und vom Felder her schon. Aber nicht vergessen, die die Federstedt können wir auch Dünger. Ja, ich weiß. Aber wir müssen ja noch was im Lager haben, oder? Ja, einiges normalerweise. Oh, da komme ich so nicht rum. Normalerweise müsste die Biogasanlage bei Silage angezeigt werden. Ja. 360 gibt, glaube ich, unsere BGA ist es. Sagst du die hier einmal vollfüllen bitte? Danke. Ja, ist unsere. Dünger haben. Alles Dünger. Zack. Können wir den Deckel wieder zumachen? Also bei unsere gibt es 360 für die Silage. Dann. Geil. Also hat sie sich schon gelohnt. Oh, alles geknackt. Ach, da steht ja ein Unimog. Ja, wir hatten ja mal vielleicht vorgehabt, Feld 45 durch Feld 6 auszutauschen. Oh ja, genau, stimmt. Weil wissen wir immer da runterfahren und das. Kurz, wer es nicht weiß, Feld Nummer 40. Ist das wunderschöne. Das können wir nicht wirklich viel anfangen mit. Und Feld 6 ist das hier. Direkt am Hof. Ja. Wäre natürlich nahegelegen. Und ich bin leer. Ich bin da. Ich bin schon in Unimog. Wo bin ich denn? Da vorne, wo es blinkt. Wir wollen ein bisschen Vorgewinde machen. Ah, da vorne steht er. Oh, da kommt wieder nicht rein, weil. Da ist er mit dem MB-Truck gekommen. Ja, schwarz, schwarz, weißt du? Ich merk schon. Das muss farblich auch zusammenpassen. Noch besser würde es passen, wenn ich mit meinem Johnny dann die gelben Felgen, die gelben Schlüppen drauf schieben würde. Stimmt. Wenn du magst, können wir tauschen. Ich habe da kein Problem mit. Mir egal, können wir gerne mal machen. Weil ich habe es auch schon mal angesehen. Aber nicht in der Aufnahme. Stimmt. Dann heißt, wir sehen jetzt noch ein bisschen an und in der nächsten Aufnahme seht ihr dann, dass ich ansehe. Ja. Gülle, meine ich. Oh, So. Was wollen wir eigentlich drauf machen? Weizen, oder? Ja, würde ich. Nein, ich würde Hafer nehmen, ehrlich gesagt. Okay, warte. Obwohl, nee. Nimm Weizen. Nimm Weizen. Okay. Ich habe auch schon mit Weizen angefangen, da passt es. Ja, weißt du, warum Weizen? Ah, für unser Seedmaker, oder? Für unser Seedmaker und Stroh für die Vieh. Oh. Stimmt. Oh Gott. Rettet da mal drüber, ne? Ja. Ja. Ja, gut, ne? Was ist los? Ich hab's genau gesehen, Alter. So. Oh, ich hat er vorhin da ein bisschen geschafft, dein B-Truck. So, Folge, wenn du dürfte rein. Ich kann nebenbei schreiben, so. Oh.
machen wir hier mal GPS an. Warte mal, das war 8,50 Meter. Das. Hat das Teil 8,50 Meter? Nee. 8 Meter steht da. Ja, das kann irgendwie nicht passen. So. Nee, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Nicht fahren, nein, ausbüßen, warte. Oh. So, ah, jetzt sieht das Ganze besser aus. Ja, ich glaube, das müsste passen. Ja, das sieht gut aus. Und ja, nochmal den Betrag wieder brüllt, Alter. Ich vielleicht Aufnahme LS und dann noch nebenbei schreiben. Nee, das ist nicht ganz so einfach. Außer mal GPS an und Tempomat rein und eine lange Strecke, dann geht das. Aber ansonsten. Was ich beides hab. Ja, jetzt muss ich umdrehen. Ansonsten sind eigentlich. Wie sieht es eigentlich mit den anderen Feldern aus? Feld 30 ist im Wachstum, 45 auch. Die 40 auch. Die 16 haben wir noch gar nicht angesehen. Eieiei, die fehlt auch noch. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Oh. Ist erledigt. Dann haben wir es. Die erste Bahn auch schon was geschafft. Ich habe den der Fitz, der hat sich gerade auf Einschlag so aufgeht, wie so ein Gewinnungsersetzung hätte. Okay. Aber Flo, gehen bei deinem Fendt auch die Nadel, also die Zeigenadeln von der KMH-Anzeige auch farbig? Das ist doch bei jedem Traktor eigentlich fast. Und warte, ich guck. Nee, ich hab sie. Ich hab da gar keine Anzeige, ich hab da als Digitalanzeige. Jetzt? Ja. Zeiger ja, gibt's bei mir nicht. Ja moin. Ich muss dir dann nach der Aufnahme noch schnell was sagen. Okay. Bevor wir mit der nächsten starten. Die erste Hälfte ist fast voll. Ja. Oh Gott, da kommt die Baumreihe. Muss ich überwachen. Bei mir ist auch eine da. Ja, ich sehe es. Wenn ich fertig bin, komme ich dann mit dem Ding. Mit meinem anderen kleineren schon, wenn man vier ist, 75er. Okay. Helfe dir atemkräftig. So, nur mit GPS entlassen und selber weitersehen.
der Hut gehört nun meilenweit. Ich weiß. So, da war es jetzt eigentlich. Ich lade nochmal die 55.000 GTA auf. So. Soweit. Dann haben wir diese zwei Bahnen, die gefährliche Strecke an der Baumreihe schon mal absolviert und dann geht's morgen weiter auf der noch nicht so ganz fertig gegülten oder gegrupperten Seite. Der Word ist auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Kostenloses Abo, wenn ihr natürlich sehr nett, würde uns sehr freuen. Und ansonsten sehen darf wir uns. Auch nicht vergessen. Ja. Oder ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach oder am Samstag zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade. Jetzt kommt der Flipsi mit seinem Spruch. Däumchen wäre ein Träumchen und lasst bitte eins da. Genau. Ciao. Jo, haut rein, Leute, und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.